Recht herzlich willkommen zur 28. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir Schweinetaxi begutachtet, das ziemlich voll durch die Gegend fährt. Leute, lass mal gerade hier in den Bahnhof nochmal reingehen. Und hier warten 144 Passagiere, die nach da hinten müssen. Das heißt, der Zug ist definitiv zu klein. Jetzt muss ich mal gerade den aber kriegen. Da ist er. Um dass wir den sagen, er soll nicht laden. Also, das ist ja hier, da ich wollte ausmustern, da brauchen wir noch nicht ausmustern, ne? Den lassen wir zurückfahren. Und wenn er dann da ist, gucken wir zu. Da kann man definitiv ja im, sag schon, im Depot dann noch einen, sag schon, weiteren Zugteil anhängen, ne? Oder wie war das? Da sind ja hier zwei. Einer ist Triebwagen und der andere ist Begleitwagen, ne? Weiß gar nicht, wie viele gehen würden. Aber auf jeden Fall geht einer noch dahinter. Ich weiß nicht, ob da aber noch wieder einer angegriffen werden kann, aber ich glaube eher nicht. 42, 42, das sind 84, das ist doppelt so viel. Das sollte dann schon vielleicht besser sein. Interessant ist, dass der Triebwagen 1,04 € kostet, der Kilometer, und der andere kostet 1,95. Da wäre schon echt zu überlegen, zu sagen, komm, puh, nehmen wir zwei Triebwagen, ne, und lassen die gegengleich fahren. Das ist also für mich jetzt so ein bisschen unerklärlich an der Preisgeschichte. Sollte man da ein paar 128 mal drüber nachdenken, wenn die das da entwickeln, ob das richtig ist, dass der Preis günstiger ist wie der. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, warum der Anhänger mir mal mehr kosten sollte. So. Ist er angekommen oder ist es beim Stahlwerk? Ist beim Stahlwerk, ne? Genau. Gut, da entlädt er auch gar keinen. Stehen da überhaupt welche? Nö, da will gar kein Arbeiter weg oder hin oder so. Ja. Gut, den schieben wir mal gerade nach da unten. Der fährt dann da auch gleich vorbei. Ist jetzt zu überlegen, ob man hier noch irgendwas ausbauen würde, ne? Das ist natürlich mit dem See ein bisschen doof gelaufen hier, ne? Das zweite Gleis oben lang könnte man machen, aber ja, unten lang ist genauso schlecht wahrscheinlich, oder? Warten andere auch so lange hier? Ne, ich glaube nicht, das ist nicht so wild, ne? Ja, komm hier, zack. Da kommt's. Und fährt, hat nicht geladen, dann zum Depot, bitte. Verfolgen mal gerade und fahren mal mit. Und dann sind wir da. Und jetzt ist er hier. Da ist es. Und wir hängen den einfach an. Ach, guck mal, da kann man sogar doch mehrere anhängen, ne? Das wären 42, 84, 124, 126. Komm, wir machen drei. So, und dann wieder starten. Oh, ist sogar ausgewählt. Das kann weg. Und dann lassen wir mal fahren. Fährt. Stopp. Der fährt die falsche Richtung. Der soll erstmal hier was mitnehmen, ne? Fahrplan bitte. Erst Hardexen anfahren. So, und lassen wir nochmal schneller laufen. 126 voll. Ist die Frage, ob er mit 126 dann auch klappt, aber ich will's hoffen. Ja, ist wieder voll. Ich fahre jetzt mal einfach weiter. Der Güterzug steckt irgendwo fest. Müssen wir gleich mal gucken, wo er feststeckt. Aber interessiert mich jetzt gerade, ob die nächste Fahrt voll ist. Ist er. Und zurück. Okay, könnte ein bisschen schwierig sein, weil die Schiffe da nicht so schnell ankommen vielleicht, ne? Weiß ich nicht. Werden wir jetzt sehen. Wenn er wieder voll wegfährt. Macht er sogar. Okay. Dann wissen wir das auch. Das ist einigermaßen ertragreich, würde ich sagen. So, und wo steckt er fest? Oh Gott. Da steckt nicht nur einer fest, da stecken einige fest. Und warum, woran liegt's?
Weil er hier wahrscheinlich auf Beladung wartet. Genauso sieht's aus. So, das bedeutet, dass wir hier diesen Bahnhof irgendwie umstrukturieren müssen, ne? Aber wie? Ja, ganz viele warten da. Dann lass mal die Bahngleise rausholen. Darüber, da lang. Darüber, da lang. Aber da müssen wir noch ein paar Erdarbeiten machen. Den tiefer. Ja, und da ein höher. Dann das Gleis raus. Verbinden, verbinden. Bahnsteig bauen. Da ist er. Und da ist er auch. So. Jetzt nur die Frage, warum fahren die da nicht durch? Fahrplan ist hier. Ist das kein Ausfallsignal davor? Kann ich jetzt nicht so richtig erkennen. Doch, müsste ein Ausfallsignal sein, oder? Ausfallsignal steht da. Warum er da jetzt aber nicht reinfährt, weiß ich nicht. Fahrplan. Altes Kohlekraftwerk. Ah. Ich glaube, er hat gar keinen Halt auf dem Hinweg hier. Einfügen. Keine Linie. Das war jetzt schlecht. Gut, da müssen wir den Fahrplan ändern. Den müssen wir nochmal im Auge behalten. Und jetzt weiß ich leider nicht, Bedienlinie Öl steht da. Okay. Ist das der? Wir müssen mal gucken, wo die Öllinie ist, ne? Riedenburg Ölfeld. Nee, da ist jetzt was schief gelaufen. Fahrplan. Kann doch nicht dahin fahren, oder? Hadexen Südostwald Bahnhof, doch. Hadexen Chemiewerk. Ach, da hinten ist Singen. Sag schon, Riedenburg ist zwar da hinten, aber es gibt das Ölfeld ist schon in der dieser Ecke hier runden lang. Das passte dann doch schon. So. Lass mal das Ölfeld gucken. Wo ist das? Da. Vom Ölfeld fährt er dann dahin. Dann dahin. Und dann dahin. Warte mal. Ölfeld ist da. Und die Strecke geht dann hier lang. Ne, genau. Kommt er da lang? Das ist der Rückweg. Das ist der Stopp. Passt also. Dann fährt er zum Chemiewerk. Das ist da. Dann fährt er vom Chemiewerk zurück nach Südostwald. Passt eigentlich auch. Warum er da nicht reingefahren ist, weiß ich nicht. Und dann wieder oben. Das wäre alles richtig gewesen. Wo ist er? Da ist er. So, das würde bedeuten, er fährt erstmal wieder zum... Ja, stellt sich hinten an und fährt da rein, das passt schon. So, jetzt ist nur die Frage, warum fahren die hier nicht rein? Er ist Kohleerz. Altes Kohlekraftwerk. Der andere eben, hatte da nicht auch altes Kohlekraftwerk stehen? Da müssten wir jetzt hier einfügen, diese Stelle. So, dann machen wir eben da. Jetzt mache ich genau den gleichen Fehler wieder wie eben, ne? Und dann habe ich hier geklickt und das war Öl. Und der andere Zug ist nämlich auch das gleiche gewesen.
So, das war Kohleerz. So, jetzt aber hier in den Plan rein und dann Kohleerz da aufgerufen. So. Kohlemine ist dort. Kohlekraftwerk ist dort. Das bedeutet, da muss die Linie definitiv geändert werden. Da hinten kann er durchfahren. Den Bahnhof haben wir mal umgebaut. Und da muss jetzt das Einfügen hin. Und das muss hier sein. So. Jetzt sollte das nicht mehr passieren, eigentlich. So, jetzt muss ich nur den einen Zug noch wiederfinden, den wir weggeschickt hatten. Der sollte hier aber hinten anstehen wieder. Das müsste der sein. Und der kriegt dann auch Kohleerz. Das hat ja gut geklappt mit dem Draufklicken, ne? Das müsste nämlich die Linie gewesen sein. Passt. Fahrplan. Da lang. So, jetzt fahren sie erstmal alle wieder, ne? Er steht da drinne. Er wartet auf freie Strecke, hat den neuen Fahrplan noch nicht mitgekriegt. Oder hat er schon, aber steht noch auf alter Strecke. Alles gut. Schneller. Der fährt durch. Ich denke, dann sind die Problematiken hier beendet. Ist natürlich jetzt ein Riesenbahnhof geworden, aber ist halt so. Gut. Schauen wir mal rüber zum Personenverkehr, den wir da hinten haben. Wo fährt er? Da wohl gerade nicht. Könnte höchstens im Bahnhof sich versteckt haben, aber ich glaube, er ist hier irgendwo unterwegs, ne? Genau, da ist er. Ihm fehlen 6 Personen sozusagen. Und da unten ist gerade ein Schiff mit 250 Personen unterwegs. Gut. Läuft. So, der kleine Zug fährt. Wir sind ja noch am Bahnhof. Okay. Die fahren mit dem Schiff und die sind gerade angekommen. Alles gut also. Jetzt könnten hier noch ein paar Häuser sich mal hinstellen, ne? Aber irgendwie geht das nicht hier in Riedenburg. Gut, gucken wir noch den anderen Bahnhof an. Da sind 73 Passagiere. Davon wollen 68 auf jeden Fall nach da unten. Vielleicht war das überdimensioniert, 3 Waggons zu nehmen. Der fährt mit 5 Personen hier durch die Gegend. Gucken wir mal hinterher gerade. Einer hat Feierabend gemacht. Der fährt nach Altenau in die Weinstraße. Ne, Weinstraße, also zum Schiffsverladestation. Gibt es da noch einen, der da einsteigt? Nö. Obwohl da 2 Felder sind. Ne? Und ausbauen tut sich das Städtchen ja auch schon. So, und wie viele sind da? Zup, 6. 6 zum Baustoffhandel. Haben wir gerade einen Tacken schneller. Da war noch einer dabei. Da kommen noch 4 dabei. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Jetzt warten da 85, 82 davon nach Riedenburg. Okay, sollte einigermaßen funktionieren. Mehr würde ich da jetzt nicht zu sagen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir haben ja hier noch ein Schiff auf dem Wasser eigentlich, ne? Das da oben beliefern soll, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? Der kommt von da unten irgendwo, ne? Ich glaube, ich muss raus so.
Döbeln, von Döbeln kam der, oder? Da ist es. 70 Passagiere dran, ist also auch nicht ganz voll, ne? Am Döbeln Bahnhof. Hm, treffe ich so jetzt überhaupt nicht wahrscheinlich. Da, 241 Passagiere über da oben. Passt also. Hier sind genug Passagiere, die da mit wollen. Gut. Klappt. Läuft, würde ich sagen, ne? Was haben wir denn hier? Öffentliches Eigentum. Alter Elbtunnel. Interessant. Naja. Ja. Hier sind ein Baggerballett. Ja, hier war ein Bauernhof. Der möchte gerne beliefern. Vieh und Milch an den Markt. Hier in Radolfzell. Vieh und Milch. Stückgut und flüssige Lebensmittel. Hört sich eigentlich sogar richtig gut an, ne? So ein Bauernhof, der das... Das würde rein theoretisch ja sogar gehen, ne? Viehtransporter und Milch. Stückgut und flüssige Lebensmittel. Ist aber schwierig da hinzukriegen, ne? Oder gibt es hier irgendwelche Inseln, die sich gut verbinden? Nee. Da müsste man hier eine riesen Brücke rüberbauen. Nee, da wäre die Brücke zu bauen dann, ne? Aber das ist dann wieder mit Simotrans so eine Sache, ne? Wenn der Finanzsystem, ne? Der sagt dann, so einen Umweg kriegst du nicht bezahlt. Das würde bedeuten, wir müssten von hier nach da mit dem Schiff rüber. Aber dafür müssten wir gucken, was wir transportieren können, ne? Und ich glaube, da gehen wir nach Riedenburg. Da war, glaube ich, die Werft. Genau. Und die Werft sagt uns dann ganz einfach, ist nicht. Wir haben keinen Viehtransporter für Schiffe oder sowas. Obwohl, hier ist schon ein neues Schiff, ne? Größer. Brauchen wir aber nicht 500 Passagiere. Die 215 sind erstmal genug. Aber siehe da, hier gibt's doch jetzt ein paar Schiffe wohl mehr, die wir vorher vielleicht nicht hatten, ne? Was kann er denn jetzt hier? Das ist ein Schubschiff, ne? Motorschlepper. Und das hier ist ein Stück Vieh. Guck mal, wir haben von gesprochen, dass man Vieh transportieren könnte, ne? Und das wären 60 Stück. Hier sogar 70. Palettenstück gut. Container sind das, aber Palettenstück gut sind das am Ende. Schüttgut. Schüttgut. Kühlwaren. Kühlwaren. Flüssige Lebensmittel, das wäre die Milch. 180 Kubikmeter gehen da rein. Und hier würden es sogar 300 Kubikmeter sein. Ja, das ist ja schon wieder schwierig, ne? Müsste man dann mal überlegen, ob wir das bauen. Aber ich glaube, in diesem Moment lassen wir das erstmal sein. Und beenden hier die Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch mit dabei seid, wenn wir vielleicht Vieh und Milch angehen. Bis dann. Tschüss.